Bei wiederum traumhaften Segelbedingungen ging heute in Kiel das mit Spannung erwartete Finale der Youth Sailing Champions League über die Bühne. 21 Teams aus 9 Ländern hatten für das Finale der Jugend Champions auf den J70-Booten in Kiel gemeldet. Der Schlusstag war zweigeteilt mit dem Ende der Qualifikation und den abschließenden Finalrennen, in das nur die 4 top-platzierten Teams der Qualifikation einziehen. Seit Samstag hatten die Segler insgesamt 45 Quali-Rennen absolviert, um die besten 4 zu ermitteln. In der heutigen Schlussquali ging der Flensburger Segelclub als Favorit. Allerdings klappte es nicht ganz so gut wie auf der Regattabahn. Die letzten 2 Tage sind wir irgendwie auch nicht so in den Bootsspeed reingekommen und im Endeffekt sind wir super, super happy, weil ein 3. Platz ist grandios eigentlich. Besser machten es die Überlinger vom Bodensee Yachtclub, die als Sieger der Qualifikation bereits mit einem Punkt in das Finalrennen gingen. Gemäß Reglement ist das Finale entschieden, wenn ein Team 2 Punkte hat. Und schon im ersten Finaldurchgang machten die Jungs vom Bodensee den Sack zu. Zwar erwischten sie alles andere als einen perfekten Start, konnten sich dann aber schnell an die Spitze des Feldes segeln. Diese gaben sie dann bis ins Ziel nicht mehr ab und konnten damit ihren Titel aus dem Jahr 2018 erfolgreich verteidigen. Bisschen Glück gehabt wahrscheinlich, dass wir da so einen nicen Dreher noch kriegen und dann auf 1 oben ankommen. 2, 3. Auch auf allen anderen Bahnen gingen die Regatten bis in den Nachmittag weiter. Morgen ist der abschließende Tag der internationalen Bootsklassen. Mit Spannung erwarten wir das Finale der OK-Jollen-EM und die Ergebnisse des Eurocups in der 29er-Klasse. Alles das und noch weitere spannende Rennen morgen wieder ab 12.15 Uhr bei Kieler Woche TV.